Guten Tag und willkommen zurück hier bei Nintendo Switch Sports. Ein kleiner Nachtrag für Bowling, und zwar habe ich Spezial nicht gezeigt. Das möchte ich jetzt nachholen und wähle da einfach mal fortgeschritten aus. Ich möchte einfach nur kurz zeigen, worum es darin geht. Und danach spielen wir dann online. Ja, wir werden mal online spielen. Ich hoffe, das Ganze funktioniert richtig. Nicht, dass hier das Internet abkackt oder Nintendo wieder Scheiße gebaut hat. Ja, mal schauen. Mal schauen. Ach, man kann auch zoomen. So wie früher. Das habe ich gar nicht gemacht, glaube ich, ne? Das habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Aber ich glaube, am besten wäre es, tatsächlich ganz nach rechts zu gehen. Sich hier hinzuknien. Den richtigen Moment abzupassen. Einen Moment. Was? Ach, ohne Z. Ja, okay. Sorry, mein Fehler. Ja, das war doch eigentlich schon ganz gut. Die Kugel ist eigentlich ganz gut reingegangen. Nur, ja, es hat den letzten Pin halt nicht umgeworfen. Schade. Aber gut. Dann haben wir wenigstens einen Spare, den man, denke ich mal, hier in jeder Runde holen sollte. Was ist das denn? Das ist cool. Das ist ja richtig cool. Und ich glaube, hier muss man sogar, also hier darf man gar nicht so schräg spielen, wie ich das immer mache. Sonst trifft man nicht so gut, glaube ich. Kannst natürlich probieren. Aber es wird natürlich trotzdem schwer. Machen wir mal so. Ja, und das war echt gut. Nur, es hat schon wieder einen Pin nicht erwischt. Was wir nachholen. Sehr schön. Bisher immer einen Spare. Mal schauen, ob ich das auch so durchziehen kann. Aber ich gehe mal davon aus und ja, okay. So darf man nicht spielen. Ach, scheiße. Ich hätte mir vielleicht erstmal das Schema von der Bahn anschauen müssen. Ja, egal. Sind ja auch gerade nur hier, um zu testen. Vor allem mal zu schauen, worum geht's hier so. Wie muss man das Ganze spielen? Und ja. Haben wir im Prinzip jetzt schon herausgefunden, weswegen ich das Ganze jetzt abbrechen könnte. Aber ich bin natürlich neugierig, was es noch so gibt. Und solche Bowlingbahnen wären echt cool im Real Life. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Schade. Das hätte sogar ein Strike sein können. Oder werden können, wie auch immer. Ja, komm. Okay. Ich hatte erst die Befürchtung, dass er zu weit nach links geht. Aber nein, genau auf der Kante. Richtig schön gespielt. Und das wird sogar ein Strike. Let's go. Nice. Haben wir das auch mal geschafft. Okay. Was ist das denn jetzt? Ist die Bahn wie so eine Rinne? Wie so eine Halfpipe quasi? Ja. Cool. Richtig cool. Ja, okay, so kann ich, glaube ich, nicht spielen. Ja, immerhin einen getroffen. Komm, scheiß drauf.
Und das hier ist jetzt quasi Classic Wii Sports, so wie man es kennt. Halt mit solchen... Einfach nur mit solchen Wänden, die auf der Bahn sind. Nur, dass hier jetzt noch hinten das leicht angehoben ist bei der, bei den Pins. Und wir schaffen sogar einen Spare. Ja, nice. Letzte Runde. Die scheint erstmal ganz normal zu sein. Vielleicht gibt es noch eine Überraschung. Schöner Strike. Das habe ich aber immer noch drauf. Also normales Bowling geht. Sehr schön. Und jetzt sehen wir auch, ob es hier vielleicht eine Spezialbahn gibt. Nein. Warum denn nicht? Ich hätte das echt cool gefunden, wenn es hier nochmal irgendwas richtig Spezielles gegeben hätte. Und der letzte Strike ist leider nicht drin. Aber was soll's. Das war geil. Das war echt schön. Okay, gut, Leute. Dann gehen wir mal ins Hauptmenü. Und gehen online. Was? Nein. Nein, wurde sie nicht. Werden wir aber auch nicht. So. Ich denke nämlich nicht, dass ich meinen Bildschirm zerdeppern werde. Mit dem Joy-Con. Okay. Dann gehen wir mal online. Und ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt. Ich habe es sinnigerweise nicht ausprobiert. Ja, okay. Nice. Funktioniert. Willkommen. Zum Glück. Dies ist der Spocko Square. Der Ausgangspunkt für diverse Sportarten, in denen du dich mit Spielern weltweit messen kannst. Okay. Verspiele dir tolle Kleidung und sonstiges. Oh. Und jetzt können wir uns sogar Kleidung erspielen. Nice. Ich hätte es zwar cool gefunden, wenn es so ein, keine Ahnung, irgendwie so einen kleinen Story-Modus, so Story-ähnlich halt im Singleplayer geben würde, wo man die Sachen dann freischalten kann, aber gut. Passe dein Aussehen an und sorge für ganz großen Sport. Bereit? Dann wähle eine Sportart aus. Danke. Ich frag mich, warum ist das nicht im Singleplayer gegeben hat, diese Einführung. Aber gut, die denken wahrscheinlich, ja, Singleplayer interessiert niemanden. Man will direkt online gehen. Hm. Komische Entscheidung. Man hätte es vielleicht so programmieren können, dass man das dann halt einmal angezeigt bekommt. Halt im Singleplayer bekommt man dann angezeigt, ey, das hier ist das Spocko Square, verschiedene Sportarten, bla bla. Und online kannst du sogar Accessoire freischalten. Kleidung, was auch immer. Und wenn man dann in den Online-Modus geht, wird nichts angezeigt. Geht man zuerst in den Online-Modus, steht halt das, was wir jetzt gesehen haben dort. Aber gut, ich bin kein Entwickler leider, deswegen gibt solche coolen Features leider nicht. Ach ja. Und also los. Man spielt zuerst gegen Koms. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll, aber vielleicht um sich einzuspielen oder irgendwie um ein Erfolgserlebnis erstmal zu haben, keine Ahnung. Aber es ist ja auch vorgesehen, also wenn ich mir das so anschaue. Ich habe viel früher geschlagen. Egal. Es ist so, wie es scheint, auch vorgesehen, dass man erst in den Online-Modus geht. Und wie ich da jetzt einen Boost bekommen habe, frage ich mich auch. Tatsächlich. Ha. Komisch, aber gut, nehme ich.
Timing etwas zu früh, klar. Junge, kannst du mal bitte dann schlagen, wenn ich den Joy-Con bewege? Alter, was ist das? Ah, das ist schon wieder etwas komisch. Timing zu früh. Aber gut, juckt nicht. 4-0, Batterieleistung lässt nach. Ah, gut, Leute. Ein Moment. Einen Moment, das haben wir gleich. Oh. Oh, ich muss schlagen. Okay, ja, okay. Dann mache ich das gleich nach dem Match. Timing etwas zu früh. Also, man will den nicht angrabbeln und dann hochwerfen. Man möchte... Oh, shit. Da habe ich jetzt zu viel gelabert. Egal. Sondern man möchte den doch hochspielen. Was heißt hier zu früh? Das ist absolut nicht zu früh. Okay, egal. 5-1, damit haben wir's. Und wir haben gewonnen. Alles klar. Gut, dann tausche ich kurz die Joy-Con. Nehme hier meine Skyward Sword Joy-Con zur Hand. Und wir kriegen direkt einen Bonus und sogar einen Siegbonus obendrauf. Okay, nice. Ja, das wissen wir ja. Nee, wurde sie immer noch nicht. Ja, ich glaube, jetzt können wir gegen richtige Spieler so spielen. Hoffe ich. Denn das würde ich ganz gerne zeigen. Okay, ja. Man sieht schon an den Namen, das sind wahrscheinlich richtige Spieler. Also los. Achte darauf, dass du beim Spielen über genügend Platz verfügst. Ja, danke. Okay. Let's go. Wie die da am Abspacken sind. Ja, komm. Lass uns spielen. Shit. Komm. Hau ihn rein. Was? Holy shit, war der gut abgewehrt. Und der... Hä? Der war noch nicht mal... Versteh's nicht. Oh, schön. Schön gespielt. Richtig gut in die Ecke. Der Ball ist doch gerade an ihm vorbeigegangen. Als der eine Typ da geblockt hat. Ich versteh's nicht ganz. Aber gut. Was soll's. Ja, schön. Okay. Let's go. Der, mit dem ich da spiele, scheint das wohl öfter zu machen. Und hier ist es genauso wie im Sportunterricht. Immer schön zu dem Ball hinfeuern, der am schwächsten ist. Was in dem Fall der Kommspieler ist. Also der Christian. Der mit den pinken Augen, wollte ich gerade sagen, aber haben beide pinken Augen. Pinke Augen. Der mit den schwarzen Haaren. Wie kann man denn so klatschen? Und ja, ich weiß, es ist etwas gemein, so zu spielen. Oh, aber der Kommspieler kann auch anscheinend auch was. Ich weiß, es ist etwas gemein, so zu spielen. So von wegen, ja, halt dem Schwächsten ausnutzen, um mal zu gewinnen. Da
haben wir uns was zusammengespielt. Aber gut. Da hat man die größten Chancen zu gewinnen und ach du Kacke, Alter. Es kann doch nicht sein, dass die es andauernd hinbekommen zu blocken. Okay, ich muss mich echt bereit machen das nächste Mal. Komm, mach hin. Was heißt hier etwas zu früh? Das fühlt sich schon fast etwas zu spät an, tatsächlich. Schöner Block. Schöner Block. Okay, let's go. Ja, geil. Komm schon, Junge. Das gewinnen wir. Jawohl. Jetzt habe ich auch mal richtig gut geblockt. Man muss alles viel später machen, als es sich anfühlt. Das ist mega komisch bei dem Spiel, aber gut. Was soll's? Wir haben das Ding gepackt und kriegen sogar noch mal einen Siegbonus obendrauf. Also es macht echt Bock. Und ich glaube, in diesen 1 gegen 1 Situationen ist das sogar richtig geil. Spielen wir jetzt 1 gegen 1 oder 2 gegen 2? 1 gegen 1, okay. Aber es ist schon wieder ein Komm-Spieler, ne? Glaube ich. Ja, okay. Ich werde jetzt nicht... Oder werde ich bei allem 2 machen müssen, weil man zuerst gegen einen Komm-Spieler spielt? Oh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ah, ja, wahrscheinlich ist es so, ne? Okay. Aber die Comms sind hier anscheinend nur auf stark eingestellt. Oder auf schwach, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall nicht auf sehr stark. Sonst hätte man auf jeden Fall keine Chance, hier Punkte zu machen. Die würden den Ball easy annehmen. Selbst wenn man schmettert. Also, ja. Ja, keine Ahnung. Oh shit. Ja, und, ja, ne. Also sie sind auf keinen Fall auf sehr stark. Weil sonst hätte er da gerade absolut einen Punkt gemacht. Wäre eigentlich auch mal gespannt, wie das gegen einen richtigen Spieler ist. Aber... Ja, okay, ich werde es nochmal spielen. Ich werde anscheinend alles zweimal spielen müssen. Dann hätte ich das eigentlich auch streamen können, das Ganze. Um das für mich einfach ein bisschen zu vereinfachen. Aber gut. Was soll's. Ich habe heute viel Zeit. Also sollte ich das Ganze hinbekommen. Ach, guck mal. Erhalte etwas aus der ausgewählten Liste. Noch 6 Tage. Ist das immer nur eine gewisse Zeit verfügbar? Hey, gibt's auch hinterher so Tiercharaktere oder wie? Das wäre cool. Oh, und die Collection ist geil. Ich hoffe, ich krieg den Hoodie. Das wäre echt mega nice. Was ist das für ein komisches Schwert? Und wir kriegen das sogar. Geil.
Ah, oh Mann. Okay, komm. Dann machen wir es direkt rein. Wird erstmal angesagt, ja, Dunkelkollektion. Und dann ist das so ein Regenbogen-Einhornschwert. Hä? Okay. Nächste Runde. Ja, cool. Geile Aktion, Nintendo. Ich würde gerne Badminton spielen. Danke. Okay. Und jetzt kriegen wir tatsächlich einen richtigen Spieler. Und es kann echt sein, dass es... Ja, dass man halt erstmal gegen einen Com-Spieler spielt und danach dann gegen einen richtigen Spieler. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll, weil man... Zumindest in meinem Fall ist es jetzt so, ich habe schon genügend gegen Com-Spieler gespielt, hab da jetzt keinen Bock mehr drauf. Aber gut. Was soll's. Jawoll! Schönes Ding. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich den ersten Punkt mache, aber anscheinend sind hier doch nicht ganz so viele Süchtlinge unterwegs. Nice. Okay. So wie es ausschaut, gewinnen wir sogar. Ach so, und was ich, worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, ist diese komische Pro League. Es gibt ja auch irgendeinen Rang hier. Mal schauen, ob ich da auch reinschauen kann oder ob ich dafür noch einen extra Part machen muss. Ich weiß es noch nicht. Ja, mal gucken. Mal gucken. Vielleicht spiele ich das auch gerade, ohne es zu wissen. Aber ich glaube, die würden einen dann sagen, ja, du kannst jetzt auch mit Rang spielen oder so. Also gehe ich mal davon aus, dass das hier noch das normale Online-Spiel ist. Und man hier noch keinen Rang bekommt. Nice. Schönes Ding. Haben wir gewonnen? Nein, noch nicht, aber fast. Dann let's go. Den fünften kriegen wir jetzt auch noch hin. Ich werde jetzt keine 5 Punkte hintereinander abgeben. Oder 6 braucht er, glaube ich, sogar, aber egal. Wir haben's. 5-0. Hätte ich echt nicht gedacht. Vor allem, weil ich so krass abserviert wurde von den Coms. Aber okay. Und hier kriegt man sogar nochmal einen extra Bonus. Wenn man lange gespielt hat. Das ist auch sehr cool. Weil so gibt es dann nicht wirklich irgendeinen Modus, wo man die Kleidung farmen kann. Beziehungsweise es gibt keinen Modus, wo es sich eher lohnt, den zu spielen, um halt schneller Kleidung zu kriegen. Das finde ich echt ganz geil. Boah, Alter, was? Bowling. No way. Es spielen alle gleichzeitig, oder?
Hoffe ich zumindest. Es spielen ja jetzt nicht alle nacheinander. Das wäre krank. Alter, was? Das ist ja mehr. Das ist ja mal mega cool. K.O. Bowling. K.O. Bowling. Hier die Spieler. Das ist geil. Das ist ja mal mega geil. Die besten 8 von 16 kommen weiter. Also hier braucht man einen Spare. Einen Strike, meine ich. Was? Was machen die denn? Ach, hier gibt's auch... Ach, nee. Das sind Comms, ne? Ja, das sind Comms. Ich sehe es gerade an den Namen. Also man braucht hier im Mindesten einen Spare. Wenn nicht sogar einen Strike. Das ist cool. Also das ist ein richtig cooler Modus. Und dieser Name Siopan. Was ist das eigentlich? Dann habe ich echt bisher nur in diesen... Nein! In diesen Nintendo Games gehört. Auch der... es gab ja mal so ein Com, der so hieß. So ein Mii. Was von Nintendo erstellt wurde. Sonst habe ich den echt noch nie gehört, diesen Namen. Was zum Teufel? Werden wahrscheinlich auch einige über den Namen Fritz sagen. Obwohl ich glaube, sogar in anderen Ländern wird man den Namen Fritz kennen. Einfach nur, weil es so ein krank typisch deutscher Name ist einfach. Aber ich meine, Nelly habe ich, glaube ich, auch noch nie gehört. Aber den finde ich auch okay. Aber was ist Siopan für ein Name? Sehr, sehr komisch. Aber okay. Ich denke, wir gehen hier raus. Wenn ich darf. Hallo? Ich würde gern raus. Ich darf nicht. Ich darf nicht raus. Was zum Teufel? Komm schon, Nintendo, was soll das? Ja, dann spielen wir es halt zu Ende. Finde ich uncool. Dass man hier jetzt nicht raus kann. Aber gut. Andererseits kann ich es auch verstehen. Man will natürlich, dass das zu Ende gespielt wird und dass man nicht einfach rausgehen kann. Wie lange brauchen die Comms eigentlich, um zu werfen? Man geht da drauf, wirft, hat dann instant einen Strike. Geil. Schön, dass es geklappt hat. Die brauchen immer Ewigkeiten, um zu werfen. Schlaf gut. Japan, was? Hä? Ach so, das ist der... Oh, das ist der Titel. Oder? Das ist der Titel von dem Com. Ich dachte, es wird irgendwie so eine... Oh, cool. Noch ein Strike. Ich dachte, es wird hier irgendwie so eine... so ein Feature geben, das angezeigt wird, wenn die irgendwie rausgehen aus dem Game oder irgendwie... wenn es da spät abends ist oder so.
meine, ja klar, bei den Comms wäre das dann nicht richtig, quasi. Aber es würde halt simuliert werden. So, man versteht, was ich meine. Es wird halt für einen Online-Modus, für einen richtigen Online-Modus, wird es simuliert werden. Ja. Halbfinale. Und hier ist auch schon das Halbfinale. Let's go. Strike. Wunderbar. Und ich glaube, wenn man so extrem führt, kann man auch einfach aufhören zu werfen. Also die Comms sind ja extrem schwach, Alter. Das geht. WTF? Was brauchen die so lange? Man hätte doch wenigstens das so einstellen können, dass die halt ein bisschen schneller werfen, wenn die schon nicht gut werfen. Zack. Der war garbage. Aber hey, wir haben jetzt hier eine ziemlich coole Situation. Wir haben die 4 und die 10 noch stehen. Also kann ich mal probieren. Oh, schade. Richtig, richtig schade. Ich weiß nicht, ob das noch angezeigt wird, wenn man splittet. Also einen Split-Spare wirft. Aber ich hätte das eigentlich ganz gerne mal gesehen. Was dann angezeigt wird oder wie das angezeigt wird, wie auch immer. Und da haben wir einen weiteren Strike. Oh, und sind sogar alle fertig. Oder? Nein, doch nicht. Wow. Alter. Mann, mach hin. Komm schon, Mann. Das dauert viel zu lange. Die werfen in... Ja, okay. Kein Wunder, warum die so wenige Punkte haben. Ich habe mich eben schon gefragt, warum zum Teufel haben die so wenige Punkte? Aber gut, das erklärt's. Erster Platz, Finale erreicht. Und jetzt wird um den dritten Platz nochmal gespielt. Also, nö. Okay, ich dachte, ich bin jetzt direkt im Finale, im 1 gegen 1. Aber nö. Anscheinend spielen 3. Und ja, alle gegen alle halt. Also einer gegen einen. Oder braucht man echt nur die höchste Punktzahl? Cool. Nochmal ein Strike. Schönes Ding. Weiß ich nicht, ob ich das so cool finde, dass man die Punkte mitnehmen kann. Ich meine, klar, es belohnt einen zwar dafür, dass man gut gespielt hat vorher. Aber in so einem Knockout-Ding fände ich es eigentlich echt cool, wenn man... Alter, und Bowling. Alter. Bowling belohnt einen ja extrem. Okay, dann nehme ich das wieder zurück mit dem, es gibt keinen Modus, der sich am meisten lohnt. Bowling lohnt sich mega krass. Und wir nehmen wieder die Collection.